Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und ich zeige euch heute ein super schönes Armband für den Sommer. Ich habe das hier einmal in zwei Farben und das Armband an sich ist super einfach zu machen. Zwei Farben werden um eine dritte herumgeknüpft, das seht ihr hier unten. Hier ist das Orange versteckt in dem oberen und im unteren habe ich Weiß umknotet. Und der besondere Effekt bei meinen beiden ist auch noch, dass sie unter UV oder Schwarzlicht leuchten. Den Effekt seht ihr hier einmal besonders schön am Grün, aber auch hier am Orange ist er gut sichtbar und besonders auch am Weiß. Das leuchtet richtig blau unter dem Licht. Also sehr, sehr cool. Ich zeige euch einmal kurz die Wolle, die hatte ich schon mal in einem Haul-Video vorgestellt. Und ja, die hat eine Stärke von 3 bis 5. Die findet ihr auf Wolle immer so an der Seite angegeben. Wenn ihr das mit Knüpfgarn macht, wird es etwas dünner und wenn ihr dickere Wolle verwendet, natürlich entsprechend breiter. Mein Armband ist ungefähr etwas weniger als 1 cm breit und ich starte jetzt als erstes mit dem Zuschneiden der einzelnen Fäden. Ich starte mit den 3 Wollknäueln gleichzeitig und messe mir eine gewisse Länge ab. Ungefähr 40 cm und schneide mein Band dann einfach zu. Ich habe jetzt also 3 gleich lange Stränge. Die Wolle kommt wieder einmal zur Seite und jetzt nehme ich einmal den orangenen Faden raus. Das wird der Faden, den ich umknoten werde und den halbiere ich. Der ist dann also halb so lang wie die anderen beiden und ich lege ihn wieder an die anderen beiden dran und zwar an eines der Enden mit der Schlaufe oben. Die Schlaufe wird auch gleichzeitig der Verschluss des Armbands. So, und dann kommt hier oben ein Knoten hinein. Um die Schlinge herum. Und alles schön klein ziehen und wirklich richtig gut festknoten. Ich zeige es einmal. So sieht es jetzt aus. Die Schlinge und die beiden Anfänge, dann der Knoten. Hier dann 2 Stränge, grün und pink. Ich habe mein Armband jetzt hier einfach mit einem Streifen Klebeband am Tisch festgeklebt. Und ich lege jetzt den orangenen Verlauf in die Mitte. Um den knote ich ja herum. Und es ist jetzt eigentlich egal, mit welchem Band ich anfange. Ich starte einfach mal mit Grün von links und ich nehme das Grüne, gehe hier einmal drüber her über die beiden Orangenen und dann drunter her und komme hier in den Bereich zwischen Orange und Grün hoch, ziehe den grünen Faden raus und ziehe es einfach komplett fest. Allerdings nicht zu fest, alles schön locker lassen. Das ist der erste Knoten. Ihr habt gesehen, super einfach. Das gleiche jetzt von rechts. Ich komme mit Pink, gehe hier einmal drüber her, komme dann von unten hier drunter her in den Zwischenbereich hochziehen und festziehen. Und direkt unter den grünen Knoten. Dann kommt Grün, also immer im Wechsel. Die genau gleiche Bewegung wieder. Hier seht ihr den Knoten und hochziehen. Also total easy. Und das setze ich jetzt über das gesamte Armband fort, immer abwechselnd mit den beiden Farben, bis ich wirklich die Länge erreicht habe, die ich möchte. Ich mache jetzt nochmal 2, 3 Knoten und zeige euch dann nochmal kurz das Ergebnis. So, hier seht ihr jetzt nach einigen Knoten schon ein Stückchen des Armbands und so setze ich es dann wirklich über das gesamte Armband fort, bis es einmal bequem um mein Handgelenk herum passt. Ich habe hier jetzt das Muster über den gesamten Verlauf geknüpft, wie gesagt immer abwechselnd und nicht zu festziehen, damit es auch schön breit bleibt. Dann habe ich hier unten einfach einen Knoten gemacht und jeweils 2 der Stränge zusammengeknotet und diese beiden Enden kann ich jetzt zum Verknoten nehmen. Hier oben habe ich jetzt noch die orangefarbene Schlinge, die anderen beiden Bänder habe ich auch gekürzt. Und wenn ich es mir jetzt ums Handgelenk binden möchte, nehme ich einfach einen der Endstränge ums Handgelenk herum
festziehen und die beiden Enden hier einfach verknoten. Also eine super einfache Technik, um das Armband zu verschließen. Und ja, damit ist es fertig. Und ich hoffe natürlich, euch hat die Technik gefallen. Ihr habt gesehen, es geht super einfach und auch richtig schön schnell. Und es ist wirklich ein richtig schönes Sommerarmband. Und es macht natürlich auch richtig Spaß, es zu machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Wünsche oder Ideen habt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Da freuen wir uns natürlich auch immer. Und bis zum nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss!